Hallo, in diesem Einsteiger-Video möchte ich einmal die prinzipiellen Grundlagen für die Datenverwaltung mit ChessBase darstellen. Es geht hier vor allem um zwei Fragen. Die erste: Was ist überhaupt eine Schachdatenbank? Und B: Welche Grundlagen sollte man bei der Verwaltung von Schachdatenbanken beachten? Speziell zu dem letzten Punkt weise ich direkt vorab darauf hin, dass das eine sehr subjektive Ansicht von mir ist. Also jeder Anwender verwaltet seine Daten anders. Das ist auch jedem frei überlassen. Das Programm ist da weitgehend flexibel und überlässt es dem Anwender, wie er das machen möchte. Deswegen ist das jetzt auch kein Anspruch auf die absolute Wahrheit. Ich möchte Ihnen einfach nur zeigen, wie ich es mache, wie ich meine Daten verwalte. Wenn Sie es anders machen möchten, ist es auch okay. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass dieses Video für den einen oder anderen Neueinsteiger hilfreich sein kann. So, dann kommen wir erstmal zu der Frage, worin sich ChessBase jetzt überhaupt von unseren Schachprogrammen unterscheidet. Die können ja auch das CBH-Format, also das Datenbankformat, einlesen. Die Frage ist eigentlich relativ leicht zu beantworten. ChessBase bietet im Vergleich zu den Schachprogrammen deutlich erweiterte Verwaltungsfunktionen für Partien und Datenbanken, die sich so mit den Schachprogrammen gar nicht realisieren lassen. Zum Beispiel die Möglichkeit, Datenbanktexte zu erstellen oder dass man Mediakommentare einfügen kann und, und. Kommen wir erstmal zu der Frage, was eigentlich eine Datenbank überhaupt ist. Innerhalb von einer Schachdatenbank und hier in dem Datenbankfenster, das wir in einem der früheren Videos bereits besprochen haben, sehen wir schon eine Fülle von Datenbanken. Werden Partien oder Schachpositionen mit Texten und Textkommentaren gespeichert? Sehen wir einfach hier als Beispiel. Hier habe ich zum Beispiel als Referenzdatenbank die Mega-Database, die, wenn wir mal hier in der Liste scrollen, weit über 4,5 Millionen Partien enthält. Jeder Listeneintrag steht für eine Schachpartie, den ich per Doppelklick ins Brettfenster laden kann. Ich habe aber auch natürlich hier themenorientierte Datenbanken und das würde ich auch prinzipiell empfehlen, die Daten also nicht einfach alle einfach in eine große Datenbank reinzukopieren, ich sage es mal salopp, einfach reinzuklatschen, sondern ich selbst bevorzuge es, meine Datenbanken themenorientiert zu speichern. Hier habe ich zum Beispiel einige Datenbanken, die ausschließlich nur Positionen enthalten, zum Beispiel zum Testen von Schachprogrammen. Hier zum Beispiel eine Teststellung. Und diese Datenbanken habe ich auch mit diesen Symbolen, mit diesen Eigenschaften, kann man ja hier festlegen, habe ich die auch entsprechend gekennzeichnet. Das hilft schon mal enorm, wenn man die Datenbanken also hier mit diesen Icons versieht und themenorientiert verwaltet. Das ist bedeutend übersichtlicher zu verwalten und leichter zu ordnen. Zum Beispiel bestimmte Sortierkriterien wären historische Partien oder aktuelle Turniere oder eigene Partien, wie zum Beispiel hier die Partien, die ich auf dem Schachserver gespielt habe. Diese Sortier- und Ordnungskriterien werden natürlich immer vom individuellen Anwendungsverhalten bestimmt. Das hatte ich auch bereits zur Einleitung erwähnt. Also ich kann nur dringend davon abraten, alle Partien oder neues Partienmaterial einfach direkt immer in eine große Datenbank hinein zu kopieren. Zum Beispiel, wenn Sie die Mega-Database von uns bekommen, werden Sie halt feststellen, dass die also wunderbar sauber editiert, fein säuberlich editiert ist, auch hinsichtlich der Schreibweisen. Und ich persönlich bevorzuge es eben halt ganz einfach, dass ich die Megabase als reines Nachschlagwerk, als Referenz einsetze. Und bis auf die Daten des Partienservice, also die Aktualisierung der Referenzdatenbank, keinerlei neuen Partiendaten einfüge. Sämtliche neuen Partiendaten, die ich bekomme, verwalte ich in themenbezogenen kleineren Datenbanken.
Es gibt jetzt viele Möglichkeiten, wie man an neue Partien und Datenbanken herankommen kann. Das kann zum Beispiel neue Partien sein, die man selbst eingegeben und gespeichert hat. Oder das können eben halt auch neue Partien sein, zum Beispiel aus dem Internet, die Partien des Twig-Services und so weiter. Und da kann ich also nur nochmals darauf hinweisen, gehen Sie hin, nutzen Sie die Möglichkeit, legen Sie sich kleinere Datenbanken an und verwalten Sie die in separaten kleineren Datenbanken. So, jetzt stellen sich viele Anwender eben halt die Frage, ja, aber was mache ich denn, wenn ich zum Beispiel jetzt einfach bestimmte Partien suchen will, dann muss ich ja für jede einzelne Datenbank einen neuen Suchdurchlauf starten. Und das ist eben nicht der Fall. Es gibt zum Beispiel innerhalb von Chessbiz eine Möglichkeit, eine Suchabfrage simultan in mehreren Datenbanken durchzuführen. Das wissen die wenigsten. Ich zeige es einfach mal, wie es geht. String-Taste gedrückt halten und die Datenbanken im Datenbankfenster markieren, in denen eine Suche durchgeführt werden soll, zum Beispiel in diesen drei Datenbanken. Die Megabase nehmen wir mal aus, sonst dauert es zu lange. Ein Rechtsklick, Suche. So, und jetzt startet eben halt der Auswahldialog für die Suche. Jetzt geben wir halt einfach mal ein Kasparov. So, und jetzt geht das Programm hin, führt eine Suche in allen drei Datenbanken durch, die wir eben markiert haben, und präsentiert das Ergebnis hier in diesem Suchergebnisfenster. Das wäre dann zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Ja, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Also ich kann Ihnen nur dringend dazu raten, Ihre Daten, neue Partiedaten in themenbezogenen Datenbanken zu verwalten. Sie sollten externe Daten nicht in Ihre Referenzdatenbank übernehmen, aus den zuvor geschilderten Gründen. Es gibt übrigens noch einen Grund, warum Sie das nicht machen sollten, weil die Integration und die Klassifikation von neuen Partien innerhalb einer riesigen Datenbank wie der Megadatabase erfordert auch einiges an Ressourcen, Zeitaufwand vom System. Und ich persönlich kann Ihnen nur dazu raten, lassen Sie speziell die ausgelieferten Referenzdatenbanken von uns, wie die Mega oder die Big Database, lassen Sie die so, wie sie ist. Sie können diese ergänzen mit den sorgfältig editierten Partien aus unserem Download-Service, den Sie hier über neue Partien bei der Registrierung bekommen können. Und alle anderen Partietaten, die Sie aus externen Quellen bekommen, verwalten Sie besser in eigenen themenbezogenen Datenbanken.